Servuschädel! Wer ist hier gewesen? Wir werden hier alle sterben! Ach was. Sie sind ein imperialer Soldat. Handeln Sie auch wie einer. Aber Leutnant! Wir sind noch nicht tot. Machen Sie also Ihren Job und verteidigen Sie bevor... Die Linie wird verdammt nochmal gehalten! Okay, hoch geht's. Ich dachte kurz, warum stehen da so viele Orks, aber... Ja, die liegen da ein bisschen verstreut. Wäre das den Weg nach oben gewesen? Nein. Aber ist hier noch etwas? Auch nein. In Ordnung, kein Problem. Wo kommt das Kleinvieh her? So, kommen die und sagen, wow! Inakzeptabel. Hat jemand ein Taschentuch? Unsere Rüstung ist komplett versifft. Diese Rohre führen in die Untergeschosse der Einrichtung. Wirklich? Und hier ist unser Eingang. Ah, ein sehr schöner Astartes, großer Kanalisationseingang. Sehr freundlich. Das sind dicke Rohre. Ich habe das Gefühl, dass wir hier mit anfangen zu rutschen. Dieses Beben hier ist mal, wenn einer der Space Marines auf dem Boden aufkommt. Und der Inquisitor scheinbar auch. Na gut. Kapitel 10. Aus der Geheimnisse. Was erwartet uns da drin, Inquisitor? Oh ja, nur... ein paar Verteidigungsanlagen. Ein paar was, ne? Was bedeutet ein paar, Inquisitor? Hauptsächlich Servogeschütze. Um Orks zu eliminieren? Aufgestellt, um alles zu eliminieren, was unglücklicherweise in ihrer Nähe kommt. Natürlich, der Inquisition. Aber hey, hast du nicht Clearance gegen das Zeug? Oder bist du davon ausgegangen? Na gut, wahrscheinlich nicht. Aktivieren wir. Rechnen wir also mit wütenden Servitoren. Ah, man hat uns die Kisten in den Weg gelegt. Das ist sehr freundlich. Kann man uns den Rücken decken. Denn die Kisten sind unüberwindbar. Also, ihren Job erfüllen die sehr gut. Die sehen und die zerschießen sofort. Oh, wir haben eine Waffenkammer hier. Hier ist ein gequetschter Panzer. Hier können wir nicht runter. Bedauerlich. Nein, wir wollen die Laserkanone behalten. Kettenschwert haben wir. Energieachs wollen wir gerade nicht. Oh, mir gefällt nicht, wie dieser Raum aufgebaut ist. Implementierung der Sicherheitsprotokolle erfordert auch... Oh nein! Die sind doch nicht glücklich. Durch diese Geschütze kommen wir nur langsam voran. Wir müssen sie alle ausschalten. Das kann ich vom zentralen Sicherheitsraum aus erledigen. Dann sollten wir uns dorthin begeben. Wenn du sie ausschaltest, dann... Na gut, wir kommen schon da voran, aber dann kommen die Orks auch rein, nicht wahr?
Hua! Hua! Titus, schieß! Ah. Muss auf unser Schild warten, wir werden weitergehen. Natürlich bist du doch aktiviert. Aua. Piff, piff, piff. Von mir aus. Nein! Na danke. Sind wir durch? Ich glaube, wir sind durch. Die Tür ist nicht die richtige. Ich wollte nur kurz mal schauen. Ob hier sich irgendwas versteckt? Scheinbar nicht. Die Tür da hinten ist, wo wir wohl lang müssen. Da gehen wir auch gleich lang. Erstmal möchte ich auf der anderen Seite schauen, wo wir nicht hinkommen. In Ordnung. Gehen wir weiter. Alte Wände gespeichert. Ich sehe da jetzt schon ganz viel Promethium an den Wänden kleben. Oh, Munition. Immer Munition mitnehmen. Sag niemals nein zu Munition. Implementierung der Sicherheitsprotokolle erfordert Autorisierung. Ah, okay. Ich verstehe, wie es gemeint war. Der wird es nicht aktivieren. Den sollten wir jetzt schon mal ausschalten. Geht nicht, der ist noch nicht aktiviert. Jetzt dürfen wir ihn ausschalten. So war es gedacht. Wir konnten entlang der Schiene die Fässer hochsprengen, um den loszuwerden. Ach, sei es drum. Ich muss halt schnell wieder aufgeladen. Da ist ein Servoschädel. Und jetzt werden wir direkt erschossen. Die Orks haben meinen Dienst in Chaos verwandelt. Jetzt kriege ich nur noch Notsignale. Die Xenos sind hier. Der Wohnblock brennt. Und heute bestand Transmechanicus Alrik darauf, dass ich jeden planetaren Verteidigungsposten kontaktiere. 100 Stationen. Er wollte es nur nicht selber machen. Keine Station hat sich gemeldet. Als ich ihm das sagte, rannte Alrik weg. Keine Anerkennung. Keinen Dank. Schätze, nicht einmal eine Ork-Invasion kann manche Leute ändern. Nun gut. Oh, die sind wütend. Die sind echt wütend. Ultramarines. Die Logikmaschine glaubt, wir sind entkommene Xenos. Im Nebenraum befindet sich ein Steuerpult. Oh. Ich muss dorthin. Zum Abschalten. Deine Logikmaschine ist nicht sonderlich gut. Unsere Gesundheit ist schon wieder weg. Machen wir es so. Wir haben die Plasma-Pistole. Benutzen wir die auf die Art und Weise. Ich sehe.
Ich frage mich, was für Experimente wir sie mit Ork-Körperteilen machen. Das sieht jetzt nicht sehr chirurgisch präzise aus. Okay, das ist der Nebenraum, wo wir hin müssen. Dann ist das der Nebenraum, in den wir gehen. Pass auf, jetzt werden wir gleich zusammengeschissen, weil wir Inquisitionsbesitz zerstört haben. Autorisierung erkannt. Protokolle ausgesetzt. Der Ausgang öffnet sich gleich, Captain. Wie auch immer. Ich fürchte, die Servogeschütze hinter dem Raum sind jedoch noch scharf. Was? Munition. Granaten, noch besser. Was wird in diesen Behältern aufbewahrt? Exemplare für meine Forschung. Forschungsexemplare, Käfige, OP-Säle. Hier riecht es regelrecht nach Xenoabschaum. Das ist eine Angelegenheit für die Inquisition, Ultramarines. Ordo Xenos. Ja, ja, wir kommen gleich. Ordo Xenos, fragen jeden, ob sie dabei sind, Jeans zu klauen. Und du hast die Geschütze deaktiviert. Wie sollten... Das heißt, du hast die Geschütze deaktiviert, die wir zerstört haben. Ist das die Logik, mit der du uns kommen möchtest? Und die Geschütze der Weiter sind wahrscheinlich alle noch wütend auf uns. Irgendwas gefällt mir nicht. Was um alles in der Welt ist das? Krakenbolter. Zugriff gewährt. So was ist das also. Okay, gut. Krakenbolter freigeschaltet. Dieser modifizierte Bolter feuert Kraken-Penetrator-Geschosse mit Adamantkern. Damit wird beim Feind schwerer Schaden angerichtet. Außerdem kann man damit Deckung durchdringen. Diese Waffe entsetzt ihren Standbolter dauerhaft. Oh, danke. Und er kann Deckung durchdringen. Auch sehr gut. Der Kern ist noch immer aktiv. Ausgezeichnet. Wenn das der Energiekern ist, Inquisitor, entlädt er sich in die ganze Einrichtung? Huch. Nein, nicht in die ganze. Faktisch erhebt sich der Kern zum Dach der Einrichtung. Dort ist der Rest des Beschussfeldes angeordnet. Das ist ein sehr elaborierter Weg, um einfach ein Fenster zu öffnen, Inquisitor Drogan. Also unser alter Piff-Piff-Bolter konnte halt gar nichts. Ich bin gespannt, was der neue jetzt kann. Deckung durchdringen, wurde gesagt. Was bestimmt nützlich werden wird. Gegen eventuelle Servitoren. Wir werden gleich erfahren, wofür wir es brauchen. Jedes Mal, wenn wir eine neue Waffe anpacken, dann werden wir direkt damit konfrontiert, dass wir sie brauchen. Ich sehe schon wieder die Einrichtung. Alarm. Xeno-Lebensformen entdeckt. Lass das. Du bist doch gleich deaktiviert. Ach, du lebst ja auch noch. Und natürlich aktivierst du dich jetzt. Märtyrer ist die Saat des Wie dreist. Ich sehe die Teile. Will auf sie schießen? Nö, wir sind nicht aktiv. Zählt doch nicht. Und natürlich werden die genau in dem Moment aktiv, in dem wir uns ihnen nicht entgegendrehen wollen.
wie wir hier gerade sehen dürfen. Alarm. Plasma-Pistole mal wieder. Ist halt nicht ganz präzise, diese Waffe. Dann halt so. Oh. Nachladen. Erhöhten Durchschlagkraft, vielleicht können wir unseren Bolter nicht mal wieder benutzen. Kurz warten, bis der Schild wieder aufgeladen ist. Niemals ohne vollen Schild aus der Deckung rausgucken. Das sind so viele Servitoren. Hier ist ein Nebenraum. Die Pistole ist halt im Endeffekt unendlich viele Granaten. Die kleben bleiben. Okay, der hat diesen komischen Schild. Wir müssen den verboltern. Ah, sehen, was wir hier haben. Munition. Nee, nicht mal Munition, sondern einfach nur. Wir haben nur Nahkampfwaffen. Und hier haben wir Munition. Die Orks sind in den Tempel eingebrochen. Ich konnte sie nicht hören. War in meine Konsole eingestöpselt. Dann fiel jemand von hinten auf mich. Es war Transmechanicus Alleric. Er hatte eine Ork-Axt in seiner Brust. Oh. Er hatte den Angriff für mich abgewehrt. Der Ork drehte durch, griff nach mir, erwischte nur meinen Umhang. Ich war frei und lief. Alleric hat mich gerettet. Er starb bei meiner Rettung. Nun, doch nicht so übel wie befürchtet, der Alleric. Nur bedauerlicherweise jetzt inoperativ. Ey! Ach, der da hinten ist aktiv, aber der hier vorne nicht. Gut, wir kommen aus einem anderen Winkel. Fahrt zur Hölle. Stampfen wir halt hier außen rum. So. Oh, vorsichtig. Waren es alle? Waren scheinbar alle. Irgendwie, das sollte Kontrolle über die verdammte Einrichtung haben. Aber offensichtlich nicht. Die Inhalte werden gespeichert. Xenon entdeckt. Deine Scanner sind für den Arsch. Wir sind keine verdammten Xenos. Da sehe ich keine Schilde vor. Gesteckert zu sein, Titus. Titus!
Stalker Bolt, ob wir uns jetzt drauf drücken. Aber ich möchte nicht. Interessant. Da hat er gerade wieder ins Nichts geschossen, weil er gestaggert wurde. Interessantes Detail. Okay, wie unfair ist das denn bitte, dass diese Kiste uns hier aufgehalten hat? Spiel! Warum tust du sowas an? Na gut, nächster Raum. Okay. Sag mir bitte, du hast hier keine weiteren Servitoren stehen. Ich sehe zumindest gerade keine rumhängen. Da kommen wir nicht rüber. Hier gibt es nichts, es geht nur auf einen einzigen Weg weiter. Mehr Munition. Ein Airlock. Zwischenraum. Interessant. Da sehe ich die Dinger schon. Und ich sehe da schon diese grünen leuchtenden Schilddinger davor. Da, der Kommandoraum ist hinter dieser Tür. Und den Wächtergeschützen. Fuck. Deckung! Aua! Lüften! Okay, die sind noch nicht aktiv, das ist die Sache. Die werden gleich noch aktiv. Hier sind sie aktiv. Und die brauchen den Bolter. Aua. Aua. Durchladen. Und kurz mal durchheilen. Munition nehmen wir gerne an.